Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu meiner Reihe Willkommen im Abenteuer. Und ja, wir gucken uns weiterhin Wacker DSA 1 Abenteuer an. Und ich habe langsam die Befürchtung, jetzt kommen wir zu einem Moment bei DSA, wo das Umdenken greift, wo die Ausbauregeln an Gestalt angenommen haben und auch in Abenteuern berücksichtigt werden, wo Fehler, Schwachstellen angefangen werden, in Abenteuern leicht anzugehen. Werde ich später noch drauf eingehen. Oh, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Nämlich hier in dem Abenteuer Erfahrungsstufe 5 bis 10, ja, in den Fängen des Dämons oder der Fluch des magischen Gartens. Warum das jetzt immer so einen Untertitel noch haben muss, erschließt sich mir nicht. Vor allem, dieser Garten ist einer von drei Locations. Also es hätte auch der Tempel oder der Fluss heißen können. Fluss gab es schon, also haben sie es genannt nochmal in der Flucht des magischen Gartens. Warum das immer mit so einem Untertitel sein muss, ich weiß es nicht. War wahrscheinlich en vogue auf den Laufstegen in Paris und auf den Spieleware-Messen. Na gut, aber schauen wir mal rein. Das ist das erste Abenteuer nach dem. Das, was wir letzte Woche behandelt haben, mit dem großen Strom, wo ich sagen würde, okay, das hat so ein bisschen, es hat was. Es ist nicht gut, aber es hat was, wo man sagen kann, okay, das lasse ich mir gefallen, das ist irgendwie eine coole Idee und der große Strom war auch eine coole Idee. Man merkt, die Abenteuer verändern sich. Man merkt, die Macher haben ja, mehr Routine, mehr Erfahrungswerte, mehr Ideen. Sie werden größer, obwohl die Seitenzahl gleich bleibt. Ja? Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt interessant zu sehen. Und diese Erkenntnis hätte ich jetzt nie so gehabt, wenn ich das jetzt nicht so chronologisch mir so angesehen hätte mal. Und ich hoffe, ihr habt, euch geht es genauso, ja, dass euch so ein bisschen so ein Aha-Effekt, dass man sagt, okay, ich kannte halt nur der schwarze Keiler und die Anfangsabenteuer, also so wie es jetzt mir ging, ich denke mal, euch geht es ähnlich. Und weil die halt natürlich oft zitiert werden, weil die halt so schlecht sind. Und hier sieht man jetzt echt eindeutig, dass es so in so eine, in welche Richtung es geht. Ja, es ist in so eine bessere Richtung, vor allem auch mit den Ausbauregeln im Hintergedanken, dass halt viele Sachen möglich sind oder viele Sachen halt auch über Fertigkeiten abgebildet werden müssen. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass diese Abenteuer jetzt schon eher für die Ausbauregeln als für die Basisregeln gedacht sind und dass es aber ein Spagat ist aus beidem, dass die Abenteuer quasi für beides geschrieben ist. Und das ist ein bisschen, ist so der Eindruck, den ich habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mal gucken. So, wir fangen hier jetzt direkt an. Ich weiß jetzt nicht, ob diese PDFs immer originalgetreu sind, weil hier haben wir jetzt direkt den Plan des Schwarzen, des Schicksals. Ne? Das ist jetzt hier dieser Garten. Und durch diesen Garten müssen dann die Helden so durch. So, und jetzt müssen die halt quasi hier diesen Weg finden. Und jetzt zum Beispiel die erste Sache, da kommen wir ja auch gleich zu. Das hier ist eine Burgmauer. Ja? So, wenn sie jetzt hier oben versuchen, über die Burgmauer zu gehen, werden sie die ganze Zeit beschossen. Da kommen wir gleich zu. Also der Weg bleibt denen verwehrt, aber sie können hochsteigen, können den Überblick finden über den Garten. Und dann bekommen sie den Plan des Schicksals und können hier eine sichere Route durch den Garten finden. Das ist schon eine Idee, wo man sagt, okay, das ist schon so ein bisschen weitergedacht, als nur wir laufen durch den Dungeon und schnetzeln Monster. Ne? Das muss ich sagen. Also den bekommen sie ausgehändigt, wenn sie auf die Idee kommen, wir steigen einfach mal hoch und verschaffen uns einen Überblick. Ansonsten sollt ihr, das ist total lustig, ihr sollt ein Blatt Papier nehmen, DIN A4, eine Kaffeetasse nehmen, dann Kreis ausschneiden und immer da, wo die Helden sind, auf diesen Plan des Schicksals quasi verschieben. Das Papier mit dem Loch drin. Und das ist der Bereich, den die Helden einsehen können. Ja?
quasi so als Sichtkreis, so ein bisschen Tabletop-mäßig, ne, wenn ihr so einen Schusskreis habt oder irgendwas. Ja gut, also da geht's schon los, dass halt auch so ein bisschen Sichtlinien belohnt werden oder simuliert werden, dass Ideen belohnt werden, wenn sie das tun, ja, dann bekommen sie einen wahnsinnigen Vorteil, nämlich hier C, B, A und so, das sind verschiedene Positionen von verschiedenen Pflanzen, ne? Warum wir jetzt die Pflanzen da brauchen, das erklären wir euch können wir gleich, wenn wir dann ins Abenteuer so ein bisschen einsteigen. So, das ist jetzt hier dann wieder der klassische Dungeon, der jetzt dazu kommt. Aber wir sehen auch schon, die Maßstäbe sind ganz anders. Also als beim Keiler oder beim Wald ohne Wiederkehr oder wie der heißt. Irgendwie sind die logischer aufgebaut. Die sind nicht so einfach aneinander geklatscht. Das wirkt schon so, dass da sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht hat über Wegfindung und so. Wie gesagt, die ersten Abenteuer waren halt, ihr habt jetzt 4 Wochen oder 6 Wochen Zeit, baut uns ein Rollenspiel, baut uns 3 Abenteuer dazu. Ne? So, in den Fängen des Dämons von Eberhard von Staden. Das ist bestimmt wieder so ein Pseudonym für irgendeinen von den drei, von den Hans Alpers, Werner Fuchs oder Uli Kiesow. Die haben ganz gerne mal hier unter einem Pseudonym geschrieben. Ab 14 Jahren. Ne? So, und jetzt kommen wir schon zum Inhalt. Und jetzt sehen wir auch, aha, Pläne des Schicksals waren zwischen 30 und 31. Das wurde also hier in der PDF nach vorne gelegt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie originalgetreu die sind. Und ich muss mich auch darauf verlassen, dass alles drin ist. Und ich habe das Gefühl, hier fehlt am Ende etwas. Das hat jetzt mit dem Abenteuer nur temporär was zu tun. Aber es fehlt halt. Das machen wir ganz am Ende. So, schauen wir mal kurz rein. Jetzt haben wir erstmal eine Einführung, dann haben wir ein Vorwort und dann haben wir einen Hintergrund. Warum ich das jetzt rausstelle, werden wir gleich nochmal sehen. Das ist irgendwie mit dem Einführung und Vorwort, das ist Schwachsinn. Also, naja. So, jetzt kommt der Hintergrund, jetzt kommt eine Hintergrundgeschichte. Diese typische Geschichte, die auch gar nicht so lang ist. Also haben sie sich schon so ein bisschen zurückgehalten, aber es gibt eine und die ist auch ganz okay. Das ist nichts Außergewöhnliches. So, dann gibt es 3 Teile. Also die bleiben sich jetzt dem Modus Operandi treu, den sie entwickelt haben. Nämlich das dann in so 3 Teile aufzuteilen. Und ich glaube, da kam dann auch irgendwann diese Erkenntnis her, wir unterteilen Abenteuer mehr so in Szenen. Und die Reise zwischen den Szenen, die kann man dann spontan irgendwie bauen. Die muss man nicht unbedingt jetzt regeln. Ja? Und hier sind es halt jetzt 3 Teile. Als ersten Teil ist es der Garten. Dann haben wir den zweiten Teil das Labyrinth. Also wieder dieses typische Dungeon Crawl. Und der dritte Teil ist dann der Fluss. Also nochmal eine Reisesektion. Wo aber der Reiseteil oder die Flussgeschichte eher schnell abgehandelt werden soll. Das Ende des Abenteuers und dann noch ein paar Anhänge. Ja, ist jetzt nicht so der Hammer vom Umfang her, aber ich denke mal, man kann hier 2 Abend drin spielen. Ja? So, pass auf, Leute. Also, es geht jetzt darum, wir sind in Warunk. Ja? Also mittlerweile ist auch schon die Welt einigermaßen etabliert. Achso, nee, Quatsch, wir sind jetzt erst in der Einführung. Hier ist wieder dieser typische Standardtext. Was ist Schwarze Auge von 84 und Held und der Meister und es gibt noch die Abenteuer-Ausbauspiele, um zu erweitern und die Boxen und wie funktioniert das denn alles und diese Bücher und bla bla bla, ja? Das steht hier alles drin, ja? Wie das alles funktioniert, also natürlich nicht die Regeln, ne? Aber was es da alles gibt und dass man das noch erweitern kann und für wie viele Spieler und dies und das und jenes. Das ist die Einführung. Und am Ende natürlich sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte in Eching, hier das schwarze Auge. So, gut. Jetzt kommt das Vorwort. Im Vorwort steht eigentlich das Gleiche drin, aber nochmal auf das Abenteuer bezogen, ja? Also hier ist jetzt das Abenteuer in den Fängen des Dämons ist
ein Teil der Fantasy-Spielserie Das Schwarze Auge. Und hier der ganze Teil, wahrscheinlich ist er zum Lückenfüllen gedacht. Wieder das Gleiche, ja. Es gibt wieder die Abenteuerbasisspiele und es gibt dies und das und Abenteuerausbauspiel und so weiter. So, und jetzt, also dieser komplette Teil hier ist komplett nochmal das Gleiche. Und dann kommt hier in den Fängen des Dämons als fortgeschrittenes Abenteuer konzipiert. Hier gibt es jetzt nochmal so ein paar Informationen. Stufe 5 bis 10. Gut, das sehen wir auch schon vorne auf dem Cover. Dann, gut. Und hier steht auch wieder diese Standardgeschichte drin, dass man das anpassen soll, wenn die Spieler, also es ist von 5 bis 10 konzipiert. Wenn man viele 8, 9 und 10er Charaktere dabei hat, soll man ein bisschen draufpacken. Wenn man Schwächere dabei hat, viele soll man ein bisschen abziehen. Meines Erachtens ist das immer so. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, dieses Abziehen oder Schwächen von Gegnern oder Stärken von Gegnern ist halt nicht der feine Weg. Es ist so inkonsistent, weil ich kann nicht in einem Abenteuer die Ork-Truppe als wahnsinnig gefährlich aufbauen und im nächsten Abenteuer ist es nur noch Schlachtvieh, weil dann schwächere Gegner dabei sind und es ist die gleiche Ork-Truppe. Ja? Finde ich furchtbar. Oder in Abenteuern. Ja? Wir hatten in der Midgard-Gruppe das Problem, wir hatten zu wenig Spieler für das große Finale von einer zweijährigen Kampagne. Und es war halt so, um es mal kurz zusammenzufassen, die Entscheidung stand im Raum, ja, der meinetwegen der Endgegner wäre der Balrog von Herr der Ringe. Ja, sollen wir den jetzt, soll der jetzt kein Feuer speien, hat nur einen Arm und ist auf einem Auge blind, ja, also den total schwächen und vorher über mehrere Monate, also in Echtzeit, als wahnsinnige Gefahr aufgeblasen und dann wird er von drei Helden platt gemacht. Ja, und vor allem halt ist nicht mehr so gefährlich, ja. Und da war dann die Entscheidung, nein, dann lieber das Abenteuer pausieren, warten, bis Helden da sind und dann mit einer höheren Anzahl an Spielern da dran gehen, weil es wäre einfach dem Abenteuer nicht gerecht gewesen. Und das finde ich eigentlich auch. Ich finde es halt doof, wenn man auf einmal sagt, okay, der Ork, so wie er jetzt ist, der Krieger Ork, ist in dem einen Abenteuer total Schlachtvieh, im anderen Abenteuer ist er halt der Kampfmeister. So, finde ich doof, ja, wenn es sich jetzt um den eigenen Ork handelt. Dann würde ich eher dafür tendieren, Gegner auszutauschen. Das heißt, dann sind es nicht mehr die Orks, dann sind es halt nur noch Orkspeer oder Alte oder dann sind es halt meinetwegen ganz andere Wesen, die da drin vorkommen. Ja, also dieses Stärken und Schwächen von Attackewerten und so, naja, ist halt inkonsistent dann und kann unter Umständen nicht so geil sein. Aber gut, das war halt damals noch so Usus, dass man gesagt hat, ja komm, auf geht's. Heutzutage ist es ja so, dass man meistens von einer Gattung, sage ich jetzt mal, drei verschiedene hat, also jetzt von diesen Standardgeschichten, ja. Also der Ork gibt es dann als Speer, als Krieger und als Häuptling, sage ich jetzt mal. So, gut. So, jetzt haben wir hier den Hintergrund. Hier ist sogar noch eine Originalzeichnung von demjenigen, den das irgendwann mal gehört hat. Wahrscheinlich wird er jetzt seine PDF wiedererkennen und sagen, ja, wie kommt der denn an meine PDF? Tja, das Internet und die Vernetzung ist groß. Und falls es deine PDF ist, fühl dich geehrt und danke, dass ich dadurch einen Einblick haben kann. Und ich verrate auch nicht, dass es deine ist. Natürlich, ich weiß auch nicht, wem die ist. So, der Fluch der Jaguar-Lilie. Also die Jaguar-Lilie, also da kommen wir gleich zu. Also es geht jetzt hier darum, wir sind in Warunk. So, Warunk wird hier schon definiert als die Schweiz von Aventurien. Es wird hier auch darauf eingegangen, dass die lieber nicht kämpfen und dass die hier mit Rindern und mit Käse und ohne Berge aber und dass sie lieber Söldnerarmeen sich holen, anstatt selbst eine Armee zu haben und selbst zu kämpfen und solche Geschichten. Sind natürlich auch wehrhaft, aber die brauchen halt dann ab und zu mal Söldnerunterstützung.
Und dadurch, dass sie halt lieber handeln und friedlich leben, haben sie halt viel Kohle und holen sich dann immer Söldnerheere. So, und jetzt geht es hier darum, dass jetzt hier erstmal so ein bisschen, also das ist jetzt quasi schon so ein gewisser Quellenteil. Weil hier der Anfang, da wird wirklich nur erklärt, wie es in Warunk ist und so. Und die Grundpfeiler der warunkischen Politik, hier werden ein paar Herrscher erklärt, die halt irgendwie, ja, das sind halt keine so Herrscher, wie man sich das vorstellt. Die knüpfen halt lieber in 12 Jahren irgendwie so einen Wandteppich oder sonstige Dinge. Und hier der eine, der Markgraf, als Dank des Königs, ach so, der König ist halt jetzt hier irgendwie, der sammelt Blumen und so ein Kram und hat dann hier, ich weiß nicht, ich weiß es nicht mehr, aber ist auf jeden Fall, es sind halt keine richtigen so Herrscher, wie man sich das vorstellt, sondern die gehen eher so ihren Hobbys nach, als hier irgendwie ja, mit den Schwertern zu rasseln und so. Und jetzt kommt es dazu, dass hier dieses Ladifari geschenkt wird. Ein Ladifari ist das hier, so eine Art Elfe, die dem Markgraf da total ans Herz wächst, dem Markgraf Drontwig. Und der Markgraf Drontwig hat wohl da totales Interesse an Pflanzen. Und dieses Vieh hier, dieses Ladifari, ist wohl so eine Art, eine Mischung zwischen Insekt und Elf und nicht Elf, Fee, und kann auch nicht sprechen und so, ist aber in der Lage, irgendwie seltene Pflanzen zu erkennen und tanzt dann ihren Blütentanz. Und naja, auf jeden Fall ist natürlich auch der Markgraf durch und durch Warunker und hat mit Kriegshandwerk und mit Politik und so haben sie nicht so viel am Hut. Er ist halt Wissenschaftler und ist total begeistert von dem Vieh. So, und jetzt findet er abends irgendwie eine Nachtlilie, holt die rein. Und am nächsten Tag ist die Hölle los, Leute sterben. Also er holt diese Nachtlilie rein in seinen Garten. Und die Nachtlilie stellt sich dann als Dämon heraus. Und die Gärtner sterben, Wachen sterben, dieses kleine Wesen hier ist weg. So, und jetzt macht er halt den Aufruf: Wir, Drontwig, Burgherr von Warunk und Markgraf des Kaisers, fordern alle unerschrockenen, kampferprobten oder in der Zauberei eingeweihten Reisenden, sofern sie nicht unsere Untertanen sind, auf, sich in der Burg einzufinden. Bei Eignung zu diesem Zwecken wirkt ein angemessener Lohn. So, weil die Warunker haben keinen Bock. Ja, die wollen das nicht. Die haben keinen Bock, sich da in Gefahr zu begeben und mit dem ganzen Zeug wollen die gar nichts zu tun haben. Aber ein paar Helden, die gibt's sicher. Und da kommen natürlich nur einige Helden in Frage und das sind die Helden des schwarzen Auges, die Arbeit suchen. Und die sind halt natürlich auch dann da. Und jetzt wird hier halt nochmal so dieses Gespräch dann geschildert und es wird doch sehr, sehr viel auf auch Hintergründe und Details. Also hier ist jetzt viel Fluff drin. Hier geht es schon los, dass die dann einfach die Welt ausarbeiten, dadurch, dass die Dinge einfach setzen, ja, und einbauen. So, also es kommt dann raus, dass diese Jaguar-Lilie nachts zum Dämonen wird und ja, dann geht das los. Hier sieht man schon, hier ist auch irgendwie, hier fehlt, das sehe ich jetzt erst, hier fehlt so ein Teil. Ich weiß nicht, ob hier oben vielleicht nichts war, dass das so abgeschnitten ist oder hier unten war nichts. Naja. Also ist auf jeden Fall nur so eine Dreiviertelseite oder so eine halbe Seite. So, Meisterinformationen, jetzt wird dir das nochmal erklärt, dass das jetzt in diesen drei Akten abgeht und das mit dem Garten. Und das habe ich euch ja jetzt auch erzählt hier, dass man dann oben auf die Burgmauer gehen kann und da reinsehen kann. Und dass halt überall diese Büsche und Pflanzen vom Dämon beseelt sind und die Gegner angreifen. Und hier haben wir schon wieder die Wortspielkunst Deluxe, die einfach DSA in den Anfangszügen so dermaßen kindlich wirken lassen, dass es halt, ja, dass es halt auch den Ruf hat, eher so für Kinder gemacht zu sein. Mal abgesehen davon, dass die Zauber halt immer so komische Zaubersprüchlein und Verse haben, wenn man diese sprechen will. Aber hier ist zum Beispiel das Wurfpfeilchen. Ja, das schießt halt hier mit Blättern und dieses Wurfpfeilchen schießt auch die Helden von der Burgmauer runter, wenn die versuchen, da irgendwie drum rumzugehen. Ja.
das Wurfpfeilchen oder hier das Vergiftmein nicht oder der Würgerich. Und das sind halt so alles so Pflanzen. Also da müssen sie sich dann erstmal einen sicheren Weg durch den Garten erkämpfen, der natürlich sehr, sehr vereinfacht wird, wenn man die Burgmauer erklimmt und weiß, was abgeht. So auch wieder so ganz kurzes Teil nur. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, hier fehlt nichts vom Abenteuer. Das wird mich schon ärgern. So, und dann kommen die Helden in den Teil. Das ist dann das Labyrinth. Hier werden noch Informationen gegeben, wie man sich abseilen kann. Und welche funktionieren. Ja, also wenn es Seile gibt, dann funktionieren nur diese Kombinationen hier. Und ja, ich merke schon auch, dass die Aufarbeitung hier von diesen ganzen Sachen wird ein bisschen übersichtlicher mittlerweile. Es wird mit Kursiv gearbeitet, es wird mit diesen Meisterinformationsstrichen gearbeitet. Es werden hier Sachen also so Grafiken so ein bisschen mehr eingebaut. Und so ein paar Rätselchen, das sind so kleine Rätsel, ne? Dass man hier das Tor kann man mit Feuer öffnen und das Tor mit Wasser und sonstigen Geschichten. So. Ja, und dann arbeiten die Jungs und Mädels sich hier durch. Es geht hier auch richtig schön um Untote. Hier gibt es so untote Lords. Und hier gibt es auch Hinterhalte. Da kommen wir gleich zu, da werde ich jetzt gleich finden. Also die kämpfen sich dadurch Untote und alles mögliche. Orks gibt es da auch. Das hier ist so ein Lager von den Orks. Die Bilder sind auch wirklich cool. Also ich mag das auch. Warum auch nicht mal wieder ein Rollenspiel rausbringen, wirklich nur schwarz-weiß. Und ich meine, ist jetzt noch nicht so lange her, dass schwarz-weiß jetzt durch ist, aber einfach schwarz-weiß und schöne Zeichnungen mit viel Details. Habe ich nichts dagegen. Ich brauche das nicht unbedingt alles so in Farbe, obwohl es schön ist, obwohl es toll ist, aber es muss nicht sein. So. Natürlich wird das dann immer intensiver in den Räumen, also die Gegenwehr wird immer größer, sie finden auch einen Haufen Schätze. Was die wert sind, das erfährt man dann erst am Ende. Manche Sachen sind auch nichts wert, obwohl sie sehr wertvoll scheinen. Ja, hier verschiedene Flaschen und so, die Helden dann mal so durchprobieren können. So, und jetzt haben wir hier so eine klitzekleine Schlüsselszene. Das fand ich ganz nice. Der Sarkophag des Megor. So, der Typ wacht auf, kommt hoch, ist ein Untoter, also in so einem Sarkophag liegt der natürlich drin, und fängt ihn an, erstmal hier die Geschichte zu erzählen. Ja? Und geht dann und sagt dann hier, pass auf, in dem und dem Raum, da liegen meine Männer, ich möchte nach ihnen sehen, wie es ihnen geht, und kommt einfach mit. Da wird dann, da wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass die Helden ihn mitnehmen. Was halt schade ist, wenn die Helden manche Dinge nicht tun, dann entgeht ihnen halt richtig viel, cooles Zeug. Und wenn die ihn jetzt angreifen und töten, ja, dann passieren andere Dinge nicht. In dem Fall würde jetzt was Schlechtes nicht passieren. Also es wäre gut, ihn umzubringen, weil er ist nämlich ein Lügner und auch einer von diesen toten Lords, die ich vorher schon erwähnt habe. Also einer von diesen Anführern. Vielleicht sogar auch einer der Anführer. Also ein größerer. So. Hier gibt es jetzt... Hier gibt es jetzt, wie gesagt, es ist so ein Labyrinth, es ist eine Gruft, es gibt hier viele Sarkophage, hier sind jetzt alle Sarkophage aufgeführt, was in den Sarkophagen drin ist und so, und natürlich würden die Helden jeden einzelnen Sarg öffnen. Das ist klar. So. Magischer Wächter, also ist natürlich vom Zauberer und noch besetzt hier die ganze Nummer, und das Schöne ist halt, dass es auch dann Meister des Labyrinths gibt. Ach, da ist er ja schon. Der dann am Ende noch agiert. Und das ist ganz interessant. Hier hat es halt jetzt Einfluss darauf, was die Spieler tun. Ja? Wenn sie jetzt verschiedenste Gegner schon besiegt haben, dann ist die Anzahl seiner Schergen geringer. Wenn sie jetzt viele Sachen umgangen haben, und so weiter, dann ist seine Schergenanzahl wesentlich größer. Die sind dann einfach da und die reißen dann den Helden den Arsch auf, ja. Aber es ist halt Heldenstufe 5 bis 10, ja.
Also das ist richtig heftig. Und jetzt kommen wir hier zu der Geschichte. Es geht hier um dieses Boot. Ja? Man kann hier dieses Boot wohl aus dieser Katakombe wassern auf diesen Fluss runter. Und da liegen halt so Untote drin. Also Tote liegen drin. Und falls der Megaon noch dabei ist, erwachen die zu Tode und greifen die Helden an und der Megaon natürlich auch. So. Falls der Megaon tot ist, zerfallen die zu Staub. Also die kriegen das dann gar nicht mehr mit, diese Intrige. Mal abgesehen davon, dass der Megaon auch versucht, irgendwie mit drei seiner Schergen den Helden in den Rücken zu fallen. Und wenn die Helden, also auf dem ganzen Weg, ja, und wenn die Helden dann auf den aufpassen und einer mit ihm hinten geht, dann macht das nicht. Entschuldigung. So, das ist jetzt hier diese Vorrichtung mit dem Gatter runter, also unterirdisch raus auf den Fluss. Ja, kleine Katze. Und ja, die Geschichte ist halt jetzt die. Kommt dann noch hier Wasserdrache, also Geschichten. Die Geschichte ist jetzt halt die. Die Helden können einerseits mit dem, oder sollten mit dem Boot rausgehen. Oder sie können allerdings auch ohne Boot rausgehen, nämlich schwimmend. Und wenn sie schwimmen, dann müssen sie ganz viele Sachen zurücklassen, unter anderem auch ihre Ausrüstung und so, weil es einfach zu schwer ist zum Schwimmen. Und verlieren dann erstmal alles. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen Helden mit Stufe 9 oder so und habt schon ganz viele magische Gegenstände oder irgendwas gefunden. Und da müsst ihr alles wegwerfen. Sonst kommt ihr nicht durch dieses Gitter durch, weil ihr irgendwas nicht geschafft habt. Und bleibt dann da drin und ertrinkt oder sonstige Sachen. Ja, also hier ist alles weg. Die Helden haben die Möglichkeit, in einer Fischerhütte sich das Nötigste nochmal auszurüsten. Da ist aber dann nichts drin. Da ist ja keine Rüstung drin und ein paar kleine Waffen. Ja. Also das ist krass, ne? Also ich finde es nicht schlimm, ja, dass man sowas mal macht. Aber es ist halt heftig, ja. Und es ist jetzt auch nicht das erste Mal. Also es gab jetzt schon mehrere Abenteuer, wo die Helden entweder von Anfang an schon ihre komplette Ausrüstung verlieren oder sie im Laufe des Abenteuers verlieren oder kaputt gemacht werden oder sonstige Sachen. Also man nimmt dann immer den Helden künstlich so ihren Fortschritt, was jetzt so Ausrüstung angeht, um sie zu schwächen. So, hier steht jetzt auch drin, ja, das Gefährlichste ist jetzt hinter den. Der Fluss ist auch nicht mehr interessant. So, das ist jetzt einfach nur, sollte als nur so ein bisschen der Weg bis hin zu dem Turm. Und ja, wenn die Helden jetzt versuchen, da irgendwie erstmal auszuspähen und vorsichtig vorzugehen und das alles sinnvoll machen, sollte es der Meister eher abwiegeln. Also hier wird schon ganz klar dann wieder so beschnitten, warum dann die Helden da nicht diese Vorsicht, die sie in den Katakomben gebraucht haben, nicht auch hier übertragen, diese Spannung halten. Diese Anspannung halten. Hier soll der Meister das dann alles so wegwischen und sagen, nee, komm, scheiß drauf. Ja, ihr fahrt jetzt einfach den Fluss runter und ja, naja. Und die kommen dann hier zu diesem Turm, hier oben mit diesem schönen Boronsrad. Und wenn wir näher rangehen, hängt da auch dann diese Lilifee, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, dran. Und ist auch dieser Rabe da. Heißt aber. Eine Gene. Ja, hier passiert noch ein bisschen was mit Harpyien und so. Aber der gefährlichste Teil liegt hinter uns. Und dann kommen wir schon zum Ende des Abenteuers. Und das ist halt jetzt auch wieder so das erste Mal, dass wirklich gesagt wird, dass nicht nur das Draufhauen und das Zaubern irgendwie Erfahrungspunkte bringt im Kampf, sondern hier wird jetzt auch darauf eingegangen, für gute Ideen soll es Punkte geben. Weil denen wahrscheinlich aufgefallen ist, ja, es gibt ein paar Helden, die sind sau stark im Kampf, die leveln viel schneller als die Leute, die zum Beispiel pfiffig im Kampf sind, ja, Glücksritter oder so, oder super Ideen haben. Die sollen jetzt auch mit einer Strichliste an den Erfahrungspunkten teilhaben und ich vermute auch, dass es damit zu tun hat, wenn man einen Charakter hat, der sehr, sehr stark auf Fertigkeiten ausgelegt ist und gar nicht so gut kämpfen kann, dass auch der irgendwie sinnvoll mitkommt, weil sonst bringt es nichts. Wer will denn einen Charakter spielen, der sau viele Sachen löst und dafür keine Belohnung kriegt? Und der Krieger, der einfach nur so einen Skelettenkopf abhaut, der bekommt halt einfach irgendwie das Dreifache an Erfahrungspunkte. Und man soll das hier ein bisschen ausgleichen dann. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier drin steht oder ob das später erst kommt. Ist auch nicht so wichtig.
weil hier ist es jetzt so, ja, die Rückreise soll natürlich auch nicht ausgespielt werden, das ist aber nichts Besonderes, also meistens spielt man so Rückreisen nicht. Ja, das ist eigentlich State of the Art, weil das einfach, ja, muss nicht sein, dass man, dann hat man es endlich geschafft und dann stirbt noch mal einer irgendwie auf dem Heimweg an irgendeiner Flussüberquerung oder so. Ist immer ein bisschen doof. So, das war das Ende vom Abenteuer. Die Helden bekommen dann natürlich eine gewisse Entlohnung, die hier nicht festgelegt ist. Vielleicht ist ein edles Streitross eine gute Idee, das heißt, die Helden bekommen ein Pferd, ja, aber dadurch, dass diese Abenteuer ja immer nur so Episoden sind, bringt denen das auch nicht wirklich viel. Und ja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich, sollte eher wahrscheinlich so eine Belohnung sein, die jetzt keinen Wert hat, richtig, also zu der Zeit noch keinen Wert hat, weil sie ja viele Sachen aus dem Verlies mit haben mitgehen lassen können, weil da war richtig viel Zeug drin. Und das finden wir jetzt hier. Gegenstände mit und ohne Wert. Und hier gibt es jetzt so ein paar Sachen, die da halt haben finden können. Hier die Harfe der Winde, 1000 Dukaten. 200 Dukaten, 200 Dukaten auch und so. Ja, die Sache ist halt jetzt die. Wie gesagt, also dieser Übergang von dem Labyrinth zum Fluss, wenn sie da alles richtig machen, können sie Dinge mitnehmen und auch ihre Ausrüstung mitnehmen. Wenn sie es nicht richtig machen, müssen sie es da lassen. Dementsprechend ist es dann halt, also der Aufwand, das mitzunehmen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber wird dann auch belohnt, ja. Also es gibt hier dann, wie gesagt, einiges, was richtig viel Wert hat. Hier kommen wir jetzt zu den neuen aventurischen Monstern. Das Wurfpfeilchen, die vergiff mal nicht, also diese blöden Wortspiele, das ist, ja, keine Ahnung. Ich meine, eins mal einbauen ist ja eine schöne Sache, aber hier wird ja nur so ein Scheiß reingemacht. Also das mag ich nicht, das finde ich nicht gut. Riesenfledermaus, Borborat-Moskito, Wasserdrache, der Golem, die Harpyie, der Zombie, der Nachtdämon. Und der ist halt richtig krass. Der hat jetzt Monsterklasse 3 bei 30 bei Tag und nachts natürlich 300. Ne? Da legt er nochmal einen Zacken zu. Ne? Da ist er auch stärker dann. Skelett. Ja, und hier ist jetzt wieder nur so ein kleiner Ausschnitt. Ich weiß nicht, ob dann das schon fertig war. Wenn ihr dieses Abenteuer im Original besitzt, dann sagt mir doch mal, ob hier das Skelett, ob das hier dann der Rest ist und ob es dann fertig ist, ob das vollständig ist. Das würde mich mal interessieren. So, mein Fazit. In den Fängen des Dämons, es hat natürlich seine Ecken und Kanten, es hat aber auch seine schönen Momente, dass die Spieler einfach merken können, dass wenn sie gut spielen, sie Dinge herausfinden können, die ihnen das Leben erleichtern. Wenn sie, ach so, übrigens, wenn die, es wurde noch, steht noch hinten drin, wenn die Spieler zum Beispiel schwimmend den Fluss durchqueren und ihre ganze Ausrüstung verlieren, dann ist auch mit Erfahrungspunkten Essig. So steht es da drin, ganz lapidar. Das heißt, Erfahrungspunkte können sie vergessen. Weil sie da diesen einen Fehler gemacht haben, das finde ich dann eher weniger gut. Als ob der Ausrüstungsverlust nicht schon hart genug ist. Es hat ein paar schöne Ideen. Die Geschichte, ja gut, jetzt mit dieser Fee und so, das ist halt alles so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen einfach, ein bisschen sehr einfach irgendwie, aber von der Sache her kann man das machen. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde die Idee mit dem Garten ganz nice, dass er halt gefährlich ist an allen Ecken und Enden und dass man aber ja, viele Sachen entschärfen kann. Unten im Labyrinth, dass da auch mal ein paar böse Kreaturen sind, die dann quasi als gute scheinen, denen so ein bisschen in den Rücken fallen. Ja, dass halt auch ein bisschen Interaktion da ist. Gut, jetzt Charakterspiel ist hier eigentlich gar nichts. Ja, der Markgraf, es ist soweit alles vorgegeben, was er so sagt. Und es ist nicht so, dass da irgendwie irgendwelche NSCs auftauchen oder so. Und jetzt mal abgesehen von dem großen Strom, das sehr, sehr, sehr NSC-lastig ist, ist das jetzt hier wieder so ein reines, so ein Kampf-Erforschungs-Abenteuer-Abenteuer. Also, ne, von Adventure, habe ich jetzt, wenn man so sagt, ja, das ist sowas wie Indiana Jones, ist ein Abenteuerfilm, ist das hier so ein Abenteuer-Abenteuer, ja.
Ja, alles in allem muss ich sagen, finde ich es schon, also ich empfinde es als eines der besseren Abenteuer. Natürlich ist es auch wieder ein bisschen gerailroadet und so, das ist aber, das wird uns wahrscheinlich jetzt hier ganz bei DSA 1 nicht verlassen. Ich bin mal gespannt, wann so das erste Abenteuer kommt, wo man sagt, so, oh, da ist jetzt komplett frei. Also da können Sie jetzt entscheiden, reise ich jetzt dahin, reise ich dahin und ja, bin mal gespannt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, schön, dass ihr alle dabei seid, dass euch das Spaß macht und dass ihr auch über diese DSA-Abenteuer, die, also ihr kommt quasi mit dem DSA Retro und bleibt auch für andere Sachen und lernt neue Sachen kennen, wie Midgard, wie Fate, wie das Star Wars Rollenspiel, wie, ich muss gerade mal rüber gucken, Deadlands, ja, dass ich euch vorstelle oder an viele andere Sachen. Und das freut mich und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Und ich lese jetzt das nächste Abenteuer. Macht's gut, Leute. Ciao.